Ich habe da noch so eine kleine Idee. So, warte mal, Shannon. Geh mal weg, Dicker. Geh mal weg, Dickerchen, ey. Geh mal weg, ey. So. So. Jetzt müssen wir nur das Schild darüber latschen. Die Kunst darin, das habe ich jetzt die ganze Zeit rausgefunden. Oh, fuck off! Ja, frag mal. Bin ich mit der Waffe ausgerechnet. Wow, schieß noch ab! Arschloch! Ich kann direkt laden. Ich war jetzt so übertölpelt. Übertölpelt ist auch gut. Ich war so übertölpelt, dass ich direkt laden kann jetzt einfach. Alter, das war ja gar nicht gut, ey. Boah. Fuck, hab ich mich erschrocken, ey. So. So, geh mal weg, Dicker. Wieso hat sie denn auch keine Flinte ausgerüstet, die blöde Kuh? Wer lacht denn da? Hallo? Bitte tun Sie mir nichts Böses. Ich habe Angst vor Ihnen. Das hat sie aber ganz böse erwischt jetzt gerade. Oh, Vorsicht. Ich hab mich nie besser gefühlt. Vorsicht, Vorsicht. So, Freunde, hier speichere ich nochmal eben flott. Okay, ich kümmere mich drum. Die Kunst liegt daran, gechillt drüber zu laufen. So. Nein, hier sind wir verkehrt. Was? Bin ich wieder so laut? Ja, tatsächlich. Ich habe mir schon wieder meine Videos angeguckt. Da muss ich ein bisschen lauter machen, wenn ich mir die Videos angucke. Und wenn ich dann fertig bin und weiterspielen möchte, muss ich leiser machen. Nun ist die Frage, in welches Zimmer... Oh, fuck. Da werde ich ordentlich schneiden müssen in der Folge. Ist halt so. Das muss hier irgendwo sein. Muss dieser. Oh, ich habe mal vergessen, meine Karte mitzunehmen. So, hier muss es sein. Glaube ich. Geografisch gesehen bin ich verkehrt. Muss die andere Seite sein. Was ist denn das? Was da fliegt und dann das Loch fliegt wieder. Oh nee, ne. Aber hier liegt praktischerweise Munition. Bitte. Komm, 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 komm
Oh, Kenny, ich würde mich echt freuen, wenn du mitschießen würdest. Also mit Ashley ging es besser. Au. Da ist das, genau. Eine Karte vom Keller. Oh, schön. Da waren wir doch schon im Keller. Da will man doch nie wieder rein, Mann. Hallo? Wer will das denn schon? Ein Schlüssel. Das da ist vielleicht der Schlüssel zum Bibliotheksbüro. Okay. Es ist der 2. Dezember 1969. Mein Name ist Alan Gardner und dies ist mein Tagebuch. 26. Nun sind bereits 26 Personen aus dieser Schule verschwunden. Seltsam, dass die Polizei nie etwas darüber herausgefunden hat. Unsere Schule wurde 1902 von den Zwillingsbrüdern Herbert und Leonard Friedman gegründet. Herbert ist heute noch unser Direktor. Das würde bedeuten, dass er über 100 Jahre alt wäre. Leonard ist sein Zwillingsbruder. Ich habe gerade seine Geburtsurkunde gefunden. Wie konnten Sie so jung bleiben? Ich fand ein Foto von einer Frau mit Herbert. Oder Leonard. Sie sieht Miss Wilson sehr ähnlich. Das Foto wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und geht hervor, dass Miss Wilson und Leonard 1885 geheiratet haben. Leonard wurde zuletzt 1921 gesehen. Angeblich kam er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Aber seine Leiche wurde nie gefunden. Ebenso wenig wie das Flugzeug. Ich habe einige Artikel über die Friedman-Brüder und ihre Experimente gefunden. Die Experimente waren so außergewöhnlich, dass sie weit über menschliche Moral. 1890 unternahmen sie eine Expedition nach Afrika auf der Suche nach Pflanzen mit medizinischen Eigenschaften. Sie blieben 6 Monate lang dort und brachten eine große Menge bis dato unbekannter Arten mit. Eine dieser Spezies, Mortifilia, wurde zum Schwerpunkt ihrer Forschung. Ich habe in seinem Büro schreckliche Fotos von entstellten Menschen entdeckt. Ich muss unbedingt sein Labor finden. Unter der Highschool, im Keller. Ich habe es geschafft, ihm unbemerkt durch den Garten zum Keller seines Hauses zu folgen. Ich habe das Labor durchsucht und aus Friedmans Aufzeichnungen geht hervor, dass das Anti-Alterungsserum noch nicht perfekt ist. Die Fotos der halbmenschlichen Kreaturen bezeugen die fehlgeschlagenen Versuche. Längere Sonnenlichteinwirkung führt zur Mutation. In der Räume befindet sich eine große Tür. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Aber ich glaube, ich weiß, wie man sie öffnet. Es gibt da einen Mechanismus aus kleinen Statuen. 3 davon habe ich in der Nähe der Bücherei gesehen. Und 1 in den Garten. Morgen werde ich versuchen herauszufinden, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Okay, Freunde. Klar, dass es die Friedmans gewesen sind, dass die ein bisschen älter sind, das haben wir ja mittlerweile schon rausgefunden. Aber allerdings. Ich bin gerade am Grübeln die ganze Zeit. Also, pass auf. Erstmal finde ich das so geil. Ich liebe das ja auch im Film, wenn es so alte historische Sachen sind. Von 1800 schieß mich tot, super geile Legende und hier und da. Die Story ist einfach mega genial, dass sie ja schon über 100 Jahre alt sind. Und klar, der Leonard Friedman, der wird wahrscheinlich mutiert sein. Ich glaube nicht, dass er mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Und ja, die Schule gegründet, ne, das ist klar. Das erzählt ja nun einiges, ne, wie die Schule aussieht, das sagt ja einiges. Aber mit dem Labor, dass sie einfach weitermachen. Sie wurden gesperrt, bla 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 und. Es ist, und mir wurde auch alles weggenommen. Und sie machen einfach weiter und können weitermachen. Obwohl die wissen, dass hier auch einige Experimente an dieser Highschool stattfinden. Entschuldigung, bitte. Das finde ich mega gut. Die Frage ist, wir müssen jetzt zur Bibliothek. Was hat die Turnhalle damit zu tun? Über die Turnhalle sind wir in den Garten gekommen damals. Da ist noch Gymnasium. Hey, das ist Monster Energy. Nee, ist kein Monster Energy? Okay. Die Turnhalle ist
ganze Schule ist echt mega gruselig, Freunde. So, ich möchte jetzt gerne mal Ashley mitnehmen. Ashley hat mehr Wumms, glaube ich. Nur ein Flyer. Okay. Oh, oh, oh. Freunde, ich glaube, es wird langsam wieder hell. Wir müssen uns hier... Ihr habt euch aber Zeit gelassen. Was machen wir jetzt? Na, mir reicht's. Kenny ist ein viel besserer Läufer. Moment. Ich hab dich gerade auserwählt, mit mir mitzulaufen. Und du sagst, dir reicht's. Verstimmt nicht mit dir, Mädchen. Verstimmt nicht mit dir. So, können wir von unten rein oder müssen wir von oben rein? Ich glaube vielmehr, wir müssen von oben rein. Aber ich probiere es noch einmal von unten rein. Oh, fuck. Okay, das ging ja so durch. Wir müssen einfach noch ein bisschen mehr aufpassen. Sehr friedlich. Na klar, Lichter sind noch an. Da ist eine Tür. Oh, dafür war der Schlüssel also da. Endlich angekommen. Friedman hat ja voll den Afrika-Tick. Offensichtlich, wa? So, hier sind noch drei Statuen übrig. Filmrolle. Okay, so nochmal kommen wir ins Amphitheater rein. Hier ist noch eine Taschenlampe. Vielleicht sollte ich die mal langsam mal auf meine Waffen raufpiksen. Sehr beruhigend. Also Amphitheater, wahrscheinlich wieder, um uns den Film reinzuziehen. Wir haben im Amphitheater auch eine Figur noch gesehen. Vielleicht hat es auch was damit zu tun und ich weiß auch gar nicht, guck mal, hier vorne ist noch ein Fragezeichen, das Amphitheater sagt uns auch noch irgendeine Mitteilung. Ich werde jetzt ins Amphitheater reingehen und sehen, was passiert. Nun, das war eben halt auch sehr, sehr... Ja, wir waren eigentlich nur wegen des Schlüssels hier und wegen der einen Statue. Mehr war hier nicht. Ja, lass einen Afrika-Tick haben. Eine Zeit lang hatte ich, wo ich damals mit Inka zusammengekommen bin, hatten wir unser ganzes Muster auch einen Afrika-Look eingestellt. Ist auch mittlerweile alles... Wir sind jetzt mittlerweile in diesen Städte New York und London-Look. Okay. Ich find's natürlich mega geil, weil die so wirklich alt aussieht, ne? Solche Gebäude findest du hier in Deutschland einfach nicht mehr, weil eben halt Deutschland durch den ganzen Krieg ja auch zerbombt worden ist. Ihr seid noch hier? Ich bin infiziert und muss das Gegenmittel finden. Ach so. Ein Gegenmittel? Es gibt ein Gegenmittel. Seid ihr ganz sicher? Ganz sicher. Anscheinend ist es ein Labor im Keller hinter einer großen Tür. Aber wie wollt ihr dieses Labor finden? Ich habe eine Karte vom Keller gefunden. Eine Karte? Das ist... Ihr wollt... Oh fuck, oh fuck, fuck, oh mein fuck. Gott! Oh fuck. Halt! Meine Karte! Halt meine Karte. Ja, er braucht bestimmt nicht. Er hat sich meine Karte geschnappt. Ach was? Ich glaub's nicht. Oh. Er hat die Tür abgeschlossen. Und nun? Dann muss er auch infiziert sein. Ach. Ich erinnere mich ganz dunkel dran. Gebäude, Krieg zerstört, ja, ja. Und ist halt so. So, und deswegen finde ich das, in Amerika gibt es eben halt, Gebäude sind noch eigentlich von den Kolonienleuten noch. Und da ist okay, diese Stadt. Okay, zwei Statuen fehlen noch. Zwei? Wir sind doch, es waren noch drei. Und wir haben doch jetzt zwei.
immer noch 20:06. Ja, es ist schon die ganze Zeit 20:06. In diesem Spiel, das fiel uns ja schon mal in irgendeine Folge auf. Oder in eine Folge, die ich dummerweise gelöscht habe. Ja, Schimmel an den Wänden halt, ne? So, da können wir es nochmal mitnehmen. Hier, Vorsicht. Beide weg im Netz, oder was? Okay. Ah, das ist gut. Hast du die Munition jetzt mitgenommen? Ja, ne? Wie die Viecher da runterhängen einfach, oder? Jede Tür können wir jetzt benutzen. Das macht mir so ein bisschen Angst. Noch mehr Klebeband. Readme-Datei. Und hier ist wieder ein Schrank. Das Schloss ist ein Kinderspiel. Mich beruhigt. Was war das jetzt gerade? Verdammt. Das habe ich jetzt gerade nochmal gefunden. Keine Ahnung. Habe ich hier was gefunden? Ach so, wahrscheinlich wieder eine Granate oder so. Stühle. Gigantisch groß, Alter. Durch jede Tür können wir jetzt durch. Ich habe die Munition gefunden gerade. Oh! Cool! Starker Revolver mit 6 Schuss. Den behalte ich auch. Ich weiß nicht. Das ist so eine tolle Idee. Oh, Alter, mal eben mit so viel Schuss auch noch. Okay. Ich sollte gleich, wenn ich runterkomme, noch mal einen der Jungs noch mal unbedingt die andere Knarre geben. Da behalte ich jetzt den Revolver für Shannon. Ich gucke. Siehst du es auch, Shannon? Ja, er schlägt. Ich sehe es. Aber was ist es? Ich drehe mich lieber weg. Ich habe Angst davor. Aber einmal gucken muss ich noch. Augenblick. Ich drehe mich auch weg. Das sieht so schrecklich aus. Aber andersrum. Es ist wie ein Unfall. Man kann nicht wegsehen. Endlich mal ein bisschen mehr Medizin jetzt hier, ne?
wo sind wir eigentlich? Immer noch in der Bibliothek? Und hier gibt es tatsächlich dann... Ich will gleich mal speichern. Jetzt kommt gleich ein Monster und ich bin tot. Okay, alles gespeichert. Sehr gut, ich bin begeistert. So, dann können wir mal ganz kurz rüberflitzen, einer der Jungs die Knarre geben. Ich glaube... Hier oben war ja sowieso nichts. Die Bäume, wie so ein Tuschfleck einfach. Ach, guck mal. Wer hat denn keine Knarre? Da geht ein Weg runter. Wir können uns noch ein Video angucken. Und dann müssen wir wieder in den Keller. Endlich. Hab euch schon fast vermisst. Okay, ich folge dir. Er hat nur die Base. Mehr hat er tatsächlich nicht, ne. Okay, warte mal. Wie kriegt er die jetzt? Man weiß nie, was passiert beim Endgegner oder so. Denn, Okay, gehen wir. So. Gut. Einmal ins Amphitheater. Und dann wieder zurück zu diesem Fragezeichenpunkt. Aber das machen wir in der nächsten Folge, denn ich muss das hier noch zusammenschneiden. Also bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr lasst ein Abo da, Daumen nach oben. Yeah! Und was denn ist, in den Kommentaren schreiben. Bis zum nächsten Mal und ciao!